Hallo und willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Und wie ihr seht, hier ist ein typisches Beispiel für ein Video, was nicht geht und was nur Frust bringt. Man klickt drauf, freut sich, da passiert was und dann steht hier, sieh dir das Video an und dann kriegst du was. Und das Einzige, was man machen kann, ist nichts. Auf das X klicken und aufs nächste Video hoffen. Ja. So ist das manchmal, aber wir haben trotzdem so ein bis zwei Lucky Coins heute bekommen, weil nicht alle Videos so buggy waren. Und von daher können wir uns erstmal leisten, bevor wir irgendwas anderes machen, am Glücksrad zu drehen. Aber bevor ich weiter drehe, mache ich erstmal noch schnell einen Kampf, weil wie ihr seht, ich habe sehr wenig Gold. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt einen Kampf mache, eigentlich nichts verlieren. Also Ehre, aber who cares about Ehre? Von daher greifen wir einfach mal hier den nächstbesten an und oh, hohoho, ich habe 8000 Gold verloren. Da weine ich ja fast. Ja, aber leider auch nicht viel Ehre, weil viel lieber wieder mir viel Ehre zu verlieren und wenig Gold. Und ja, ich habe mir so ein bisschen überlegt, was könnte ich jetzt machen, weil irgendwie bin ich gerade so an so einem Punkt, wo ich mir in einer Festung denke, schon schön, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen was. Von daher habe ich mir überlegt, eigentlich müsste man wieder ein paar Pilze investieren, um ein bisschen schneller voranzukommen. Und dann habe ich nach hier oben links geschaut und festgestellt, ja, dann hätte ich mal beim letzten Event, wo 20% waren, Pilze aufladen sollen. Habe ich aber leider nicht. Von daher müssen die Pilze noch bis zum nächsten Event reichen. Und ich weiß aber nicht, wann das nächste genau ist. Also meistens ist ja so am Monatsende was. Aber das ist ja nicht immer sicher. Von daher könnte es sein, dass in 14 Tagen wieder 20% gibt. Aber der Worst Case wäre, dass es erst zu Ostern was gibt. Also da gehe ich ganz fest von aus, weil einerseits ist Feiertag und zweitens ist da wieder Monatsende. Von daher sollte es da eigentlich so gut wie sicher wieder 20% geben. Also ich hatte jetzt, also jetzt bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit meinen Prognosen, weil zum Valentinstag gab es auch 2 Jahre hintereinander was und jetzt haben sie auch einfach gesagt, nö, Valentinstag lassen wir mal ausfallen, wegen Schlechtwetter. Von daher passe ich da lieber auf und nehm den Mund nicht mehr zu voll. Und der letzte Dreh, da haben wir ihn. Und nochmal Gold, aber reicht nicht ganz. Nur ein Skillpunkt. Schade, schade. Gucken. Oder wir verkaufen das Ding hier noch. Das wird ja morgen im Zweifelsfall auch nicht viel mehr wert sein. Dann können wir uns noch einen Skillpunkt leisten. Und der ist gleich 2 Skillpunkte wert. Von daher war es das wert. Ich bin auch am Überlegen, das Ding hier ins Klo zu werfen. Weil das hat 900 vom Hauptwert drauf. Kostet allerdings 2 Millionen. Weil unser Magier braucht noch was. Aber. Also vorausgesetzt, das Ding bekommt dann Magier, Hut und Ausdauer oder Int. Int wäre natürlich am besten. Und dann knall ich hier noch einen Sockel drauf, der, sagen wir, knapp 500 wert ist. Dann hätte ich insgesamt so 1400 Hauptwert und jetzt haben die aber hier 1000. Na, insgesamt, wenn man Glück noch mitrechnet, sind es bei 1515. Aber Glück ist ja nicht ganz so viel wert, von daher. Wäre das dann eigentlich schon besser? Aber nächstes Wochenende haben wir auch wieder Glücksevent. Und wenn ich bis dahin noch ein paar Pilze davon hier, von den 400, noch was spare, könnte ich ja da bestimmt wieder 100, 200 Pilze verblättern. Und vielleicht kommt ja da ein Helm raus. Und ich habe mir ausgerechnet, wenn ich dann bis Sonntag noch schön Edelsteine ins Klo schmeiße, dann könnte ich dann genau im Anschluss noch 3 Epics reinwerfen. Und dann hätte ich auch die 1000 voll. Würde mir zwar zu diesem Epic-Event noch nicht viel bringen, aber danach, weil ich habe mir mal angeguckt, hier so in der Ehrenhalle, die sind hier einfach alle, also selbst die Lois hier, okay, er natürlich ausnahmsweise nicht, aber hier, die haben alle bessere Items wie ich und die müssen da wohl richtig, richtig Kohle reinstecken. Wo haben wir denn hier den? Hier plus 25 auf was. Und wenn wir natürlich dann hier beim Knuffi zum Beispiel gucken, der hat ja schon plus 71 einfach mal. Okay, das ist jetzt auch mein schlechtester Gegenstand gewesen, aber das ist bei dem anderen hier plus
54 und so, und das einfach nur durch die Aura. Und wenn die vielleicht wirklich bald die 66er-Grenze da wegnehmen, dann kriege ich das ja nie wieder eingeholt. Von daher sollte ich vielleicht jetzt auch, wenn ich eh schon blättere, also besonders bei den Tränken oder so, dann, wenn da ein Epi kommt, auch wenn es keinen Sockel hat und 15 Pilze kostet, einfach mal kaufen. Nur fürs Klo. Ich glaube, das wäre schon mal, so komme ich ein bisschen schneller voran und so kann ich auch gut Pilze loswerden, obwohl ich das eigentlich nicht will. Und andererseits hatte ich mir halt überlegt, die Akademie ein bisschen ehrfertig zu machen, dass ich dann auch schneller wieder XP kriege. Und ich habe ja eigentlich jetzt auch schon genug Ressourcen, um das Ding hier zu bauen. Aber natürlich habe ich im Augenblick nicht genug. Und wenn ich jetzt, weil wenn wir mal gucken, hier, das sind 345 Pilze. Und wenn ich jetzt zum Epic-Event noch blättern will und wenn es im schlimmsten Fall bis Ostern reichen muss, die Pilze, brauche ich allein schon 75 Pilze fürs Reittier, dass hier der Greif mir noch reicht bis Ostern. Die sollte ich auf jeden Fall sparen. Und dann muss ich auch damit rechnen, dass ich im Glücksrad Pech mit Pilzen habe, denn bei Quests wenig Pilze finde. Und das heißt, dass ich am Tag noch so 9 Pilze vielleicht oder sagen wir 7 Pilze brauche pro Tag noch. Was denn auch noch dazu kommt, also sagen wir 5 in etwa. Das ist so der Durchschnitt, ich am Tag so noch für Pilze verbrauche. Und dann muss ich auch noch für Tränke blättern. Also sollte ich mindestens noch 200 Pilze hier aufheben. Und dann kann ich immer noch nicht beim Epic-Event richtig losblättern. Also von daher werde ich heute das Ding auf jeden Fall nicht beenden, aber vielleicht schon morgen oder Samstag, denke ich mal, würde sich anbieten, wenn hier sowas wie 9 oder 10 Stunden steht. Ich habe mir mal überlegt, also Sinn würde es machen, das Ding entweder frühs um 10 in etwa zu beenden oder halt abends um 20 Uhr, weil das Ding würde halt bis irgendwann mitten in der Nacht laufen, was mir sowieso nicht gefällt. Und ich will ja am Anschluss das Ding bauen. Und das dauert halt genau 6 Tage und 10 Stunden. Wenn ich es frühs um 10 beende, ist es abends um 8 fertig. Und wenn ich es abends um 8 beende, dann ist das Ding frühs um 6. Okay, wäre vielleicht ein bisschen früh. Also, nee, warte mal, da habe ich mich jetzt verrechnet. Nicht abends um, doch, dann ist es um 6 fertig, ist zu früh. Nee, um 10. Dann ist es um. Wenn ich es abends um 10 beende, dann ist es um 8 Uhr frühs fertig. Genau. Und das wäre dann auch wieder schön. 8 Uhr ist eine gute Zeit, da ist man wach und kann auch gleich wieder weiterklicken. Von daher werde ich, denke ich mal, irgendwann um 10 oder 20, 22 Uhr so beenden. Und dann kann ich das Ding bauen. Dann kann ich auch gleich im Anschluss den Steinbruch bauen. Der dauert ja auch nochmal so eine komische Zeit mit 10 Stunden. Und wenn es dann halt auch wieder um irgendeine von diesen Zeiten fertig wird, dann passt es auch wieder schön, dass das Ding dann durchläuft. Und dann kann man gut die Gebäude reinwerfen, wie zum Beispiel Edelsteinmine oder so, die 2 Tage brauchen. Und ich habe nochmal geguckt, also die Suche kostet wirklich keine 40.000 mehr, sondern nur 36 noch was an Holz. Hat sich wohl wieder geändert. Komisch, komisch. Ja, also von der Def her soll es erstmal noch reichen. Da wird mich, glaube ich, keiner angreifen. Von daher passt das erstmal noch. Und dann werde ich das Ding vielleicht 1 oder 2 Tage vorher beenden. Muss ich mal gucken, weil es sind echt viele Pilze. Also wenn man mal guckt, 345 Pilze. Jetzt hier beim Pilzdealer gucken und die einzeln kaufen würden. Okay, wir kaufen ja meistens hier im großen Stapel. Da kriegen wir dann 3,6 für 100 Euro. Also sind das fast 10 Euro, wenn ich das Ding jetzt beenden würde. Also 9 Euro, pff, ein paar zerquetschte. Naja. Da kann ich mir 3 Döner für holen. Oh, ein Video. Da können wir jetzt nicht draufklicken. Aber wir können, wir haben jetzt geskillt. Und wir können jetzt die Kämpfe machen. Dafür seid ihr doch hier, wie ihr seht, 77%. Also wir schaffen jetzt jeden Tag in etwa 1%. Und 2 Millionen und 8 Millionen, sehr schön. Und da sind wir weg vom Fenster. Ja, mit voll 5er Epics hätten wir da noch einen Schlag mehr geschafft, aber die brauchen wir ja nicht. So, dann Edelstein kommt erst irgendwann. Ne, lohnt nicht. Ja, ich habe heute noch einen Edelstein, glaube ich, einen Int-Edelstein oder sowas, hatte ich dann, glaube ich, einem von meinen Begleitern gegeben. Was mir ja hier in dem Portal jetzt auch nichts bringt. Ah, wir gucken mal hier rein. Also gestern hatten wir ja einen richtig schlechten Kampf, wo wir nur 10% abgezogen haben. Und das gilt es heute bei Weitem zu überbieten. Ich möchte wieder sowas hier wie 16% oder so sehen. Von daher gucken wir mal. Er kann ja nicht blocken. Wir müssen ausweichen. Wir zählen mal, wie oft ich ausweiche. Einmal bis jetzt.
Ich denke mal, so 10-mal ausweichen sollte auf jeden Fall drin sein. Zweimal. Und ein Crit, scheiße. Und noch ein Treffer. Jetzt können wir mal langsam ausweichen. Dreimal. Das ist echt nicht viel. Viermal. Fünfmal. Ich will 10-mal ausweichen sehen. Ah, Mist, nur ein Treffer. Scheiße. Das war nix und wir sind kaum vorangekommen, ey. Oh. Nein, ey, nur 4%. Hallo? Oh, ey, das wird echt immer jeden Tag schlechter. Morgen machen wir bestimmt negativ irgendwas. Oh Mann, also ich bin so ein bisschen enttäuscht. Also 4% bei jedem anderen Gegner. Bei dem davor hätte ich mich drüber gefreut, aber bei dem hier, das fing so gut an. Deshalb muss ich echt meinen Char verbessern. Und das geht halt einerseits dadurch, dass ich hier jetzt XP kriege. Dann level ich halt ein bisschen schneller wieder. Und ich muss meine Edelsteinmine ausbauen. Weil jedes Level Edelsteine bringt mir in etwa zum jetzigen Zeitpunkt in etwa so 20 Punkte an Wert, also bis zu. Von daher sollte ich das auf jeden Fall anstreben, das Ding auszubauen. Aber bevor ich das ausbaue, muss ich halt die beiden ausbauen, sonst kann ich mir die Suche nicht leisten und das wäre ja sinnlos. Und was ich auch noch machen sollte, die Ritterhalle ausbauen. Um die Ritterhalle auszubauen, brauche ich Ressourcen. Also muss ich die beiden Gebäude ausbauen, um mehr Ressourcen zu kriegen. Das wären so erstmal die Sachen, die jetzt wichtig sind, mein Char, weil hier die Dev reicht erstmal aus. Und von daher passt das. Es fehlen mir hier natürlich nur noch ein paar schöne Opfer, die ich mal angreifen kann, aber da findet man absolut nichts. Also ich habe heute ein paar Kämpfe gemacht. Aber hier, ey, das war wieder so ein. Ich glaube, den hatte ich gestern schon gezeigt, ja. Den ich da knapp verloren hatte. Aber sonst hatte ich wieder so ein paar Kämpfe, wo es halt nur die Mauer gab und. Och, die waren aber echt nicht so pralle. Also ich hatte auch wieder zwei Kämpfe oder so gemacht, wo ich auf Risiko gespielt hatte. Ich glaube, das war der hier gewesen. Nee, da hatte ich dann zwei geschickt und da hat einer gereicht. Und da habe ich eigentlich nicht wirklich Plus gemacht. Stein habe ich doch, habe ich 1500 Plus gemacht und 3.000, 4.000 Holz, aber ich hätte viel, viel mehr Plus machen können. Wenn ich noch die alten Soldaten gehabt hätte, hier habe ich Risiko gemacht und gewonnen, aber ganz, ganz knapp. Und dann hier nochmal habe ich auch wieder auf Nummer sicher geschickt und da hat auch einer gereicht und da, was habe ich da gewonnen? 1000 Holz und 400 Stein. Der Wahnsinn. Das ist echt, also hier, und dafür hier immer alle 5 Minuten weiterklicken. Total frustrierend. Ah, genau. Zur Festung. Da gab es jetzt im Forum noch eine Bestätigung, dass sich da was geändert hat. Es gab ja immer das, dass wenn man zwei Festungs- oder drei Festungslevel unter dem ist, der einen angreift, verliert man keine Ressourcen. Aber das hat sich geändert, man verliert jetzt doch Ressourcen. Und das schon seit dem letzten Patch, wo auch die Prozente erhöht wurden, dass man hier was kriegt, was vom Server gestellt wird. Also von daher nicht wundern, wenn ihr da mal ein bisschen was verloren habt. Ist halt jetzt so, wird begründet, dass halt die Festung nicht mehr bis 15 geht, sondern bis 20 und man da dann halt auch immer viel mehr Abstand hat, wenn man halt so weit auseinander sein kann. Finde ich ehrlich gesagt, also ich sowieso als jemand, der nicht so oft angegriffen wird, finde es gut, aber das ist auch nicht viel, was man da verliert, von daher, ja, also ich habe noch mehr als genug Leute hier immer im Ziel, wo 0-0 ist, also von daher. Macht euch da nicht in die Hosen, ihr habt da noch genug Chancen. Und es gibt ja mehrere Taktiken, die man hier fahren kann. Es ist zwar immer so ein bisschen doof, wenn während des Spielbetriebs die Taktik, oder das Spiel, die Spielmechanismen geändert werden, aber so ist es halt. Aber es ist mir so lieber, als wenn wir das Festungsupdate noch nicht vor einem halben Jahr gekriegt hätten, sondern erst jetzt. Also da lieber so als gar nicht. Jo. Jetzt haben wir hier die Kämpfe gemacht. Wir haben hier was ins Klo geschmissen. Dann ist eigentlich hier alles schick auf dem Server. Dann versuche ich mal hier ganz schnell die Flimmerkiste direkt anzuklicken und weg zu sein, bevor die Werbung auftaucht. So, hoffe, hat geklappt und schon sind wir auf einem anderen Server. Hier ist die Stadtwache fertig. Und wir können mal gucken, ob unsere Farm hier noch Gold abwirft. Und es gibt wieder ein Gold. Und ich habe hier eine Vermutung, weil das schwankt, weil manchmal kriege ich ein Gold und manchmal nicht. Und ich glaube, die Person, die spielt nicht mehr zurzeit, weil es levelt nichts und sollte eigentlich kein Gold mehr reinkommen.
Wenn ich jetzt, war ich gerade auf Kampf angucken gedrückt? Ne, hab Kampf gemacht. Hier, habt ihr ja gesehen, habe ich weniger Ehre gewonnen und weniger Gold. Ich glaube, das hängt so ein bisschen auch mit zusammen. Also ab einem bestimmten Punkt, wenn vielleicht nicht mehr so viel in der Kasse desjenigen ist, dass man dann auch nicht mehr so viel verliert, so viel Gold. Wäre mal interessant zu wissen. So, können Sie mal hier den Kampf angucken von jemandem, wo ich angegriffen wurde. Das dauert wahrscheinlich auch nicht so lange. Aber ich habe gut reingeknüppelt. Fast die Hälfte abgezogen. Und bei ihm hier, da ziehe ich auch gut. Von daher, also ein Festungskampf sollten wir da auf jeden Fall, hier einen Gildenkampf sollten wir da auf jeden Fall mal gewinnen. Aber wir drehen jetzt erstmal am Rad. Haben ja ein paar Lucky Coins. Da können wir uns das leisten. Und 13 Silber. 12 Silber. Und Stein. Ja, war heute nicht so der Tag hier auf dem Server. Hier gibt es nichts, was wir gebrauchen können. Guck mal hier bei Trinken. Schade. Wieso kostet das Ding einen Pilz? So, wir können leider die Geschicktränke noch nicht reinwerfen und den Glückstrank auch nicht. Die halten alle noch bis morgen Abend. Ja, verkaufe ich mal einfach einen wieder hiervon. Einfach nur mal, um zu gucken, was hier unter ist. Ach, schade. So, können wir hier noch was verskillen? Leider nicht. Dann sammle ich erstmal das Gold. Und wird dann nachher noch. Na, oder ach, ich mach Stadtwache an. Nachher kommt noch ein Kumpel vorbei und wir wollen ein bisschen zocken. Von daher machen wir das erstmal so. Besser wie nichts, weil ich möchte ja hier auch irgendwann den Erfolg kriegen. In der Ehre bin ich eh so weit wiedergefunden. Ich wollte hierher bald mal den 1500er machen, aber da muss ich mich, glaube ich, mal einen Tag hinsetzen und wirklich 10 Kämpfe hintereinander oder so machen. Goldstücke habe ich fast 200, das ist schön. Arbeitsstunden kriegen wir hier bald den Erfolg und gewonnene Kämpfe haben wir auch schon 200. So, in der Gilde sind wir noch alle gut dabei und spielen schön. Genau, ausbauen wollte ich doch. Dafür brechen wir nochmal die Stadtwache ab. Also jetzt kriegen wir 13. Und wir bauen mal den Goldschatz aus. Gucken wir, ob sich hier was tut. Nein, immer noch 13 und wir bauen es. Nochmal den Goldschatz aus. Jetzt auf 36%. Und guck mal, und es gibt 14. Also das war ja das, was ich schon mal angedeutet hatte. Dass wenn man halt hier in der Gilde über diese 5, also da rundet ja immer auf, also bei 35 rundet er halt auf 40%. Von daher würde sich das bei uns jetzt bei der Stadtwache erst wieder lohnen, wenn wir hier noch wieder 5 Level raufklatschen können und so viel Gold haben wir jetzt nicht. Von daher könnte ich einerseits den Lehrmeister ausbauen, ja, was ich auch nicht machen werde. Und hierfür reicht es auch nicht mehr ganz. Aber wir haben jetzt noch genug Gold, um ein paar Kämpfe zu führen. Von daher, warte mal, mache ich mal hier auf 36. Dann stimmt das auch. Und wir haben ja gesagt, am Sonntag machen wir den Gildenkampf. Da können wir uns noch ein bisschen vorbereiten und dann so richtig losschlagen. Dann gucken wir mal, was hier auf dem Server oben los ist. Die Seeleute rocken immer noch. Dann haben wir hier so ein paar von denen noch dabei. Die Gnadenlosen sind noch, ey. So einen langen Namen, ey. Aber er fällt auf. Du darfst. War, nee, du fragst, warum nicht sowieso. Ja. Ziemlich langer Name. Ich glaube, irgendwo muss da auch ein Limit sein. Sonst brauche ich echt eine Lupe, um das zu lesen. Ja, dann, also hier oben ist noch so ein bisschen, das ist so geblieben, wir gucken mal auf die Level. Oh, hier ist schon so ein bisschen Aufholjagd. Mal gucken, wie viele Dungeons hat er gemacht. Jetzt 91 und 96. Also hier ist Spannung drin. Zeichnet sich noch nicht so weit ab. Also damals auf S31, da war ja wirklich hier, wie hieß der? Na, auch egal. Der war irgendwie immer ganz weit abgesch also vorne. Und da hat ihn auch keiner so schnell aufgeholt, bis er dann mal gesagt hat, er spielt nicht mehr so oft. Von daher ist es nicht wichtig, am Anfang so hoch zu sein, sondern wie lange hält man auch durch.
und bleibt so lange an der Spitze. Und da bin ich auch gespannt, ob sich das hier vielleicht irgendwann ändert, weil bis jetzt ist der Server, glaube ich, noch keinen Monat alt. Genau, beim Gold-Event haben wir ja angefangen, also von daher ist noch ein bisschen Luft. Schauen wir mal so nach einem Monat dann Rundumschau. Und hier die Gilden, da sind jetzt nur noch 50er dabei und so langsam müsste sich das auch einordnen. Wir können ja mal gucken bei den Seeleuten. Die haben immer noch keinen Kampf gemacht, aber ich glaube, die haben hier wieder. Nee, ach, boah, ich sollte das mal aufschreiben. Ich glaube, gestern hatten die 7, oder? Waren die auch schon bei 8? Aber zumindest haben die keinen Kampf gemacht, was ich irgendwie nicht verstehe. Versuchen die das so oft, bis er liegt, aber. Naja, würde mich mal interessieren, wie da die Kämpfe laufen, ob die knapp sind oder nicht, aber leider kann man sich die ja von extern nicht angucken. So, dann schauen wir noch mal in der Festung kurz vorbei. Ja, hier. Sniper Number One ist immer noch ganz weit vorne. Gestern hat er 200 gehabt, bin ich mir sicher. Ich glaube, da war, also hat er ein Gebäude jetzt mehr gebaut. Hier könnte ihre Werbung stehen. Ist auch ein schöner Name. Ja, und jetzt haben wir hier schon drei Seeleute, die sind hier, die drücken nach oben. Und das ist ja, glaube ich, auch der mit dem höchsten Level, genau. Auch vom Ausbau her schon, ja. Also es ist schon. Ich denke mal, die Leute, die dabei sind, die können das noch viel spannender erklären, aber es sieht zumindest von den Zahlen her schon mal gut aus. So, und bevor das jetzt hier alles zu lang wird, mache ich hier mal einfach aus. Ups. Oh, die Werbung ist noch nicht durchgelaufen. Wie ihr seht, da muss ich, hätte ich im Fenster bleiben müssen. Ah, die nächste Werbung wartet schon. Und daher klicken wir mal hier schnell weiter und gucken uns mal den nächsten Film an. Bis zum nächsten Mal.